Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Excel. Heute wollen wir uns um eine andere Art der Diagramme kümmern und dazu müssen wir ein paar Vorbereitungen treffen, nämlich eine sinnvolle Vorbereitung. Ich habe mir gedacht, es wäre doch schön, eine Funktion einmal, das machen wir in Mathematik ja häufiger, ja, dass wir irgendwelche Funktionen aufzeichnen und das will ich hier jetzt praktisch mit Excel machen, weil das würde das keiner. Ich meine, da kann man eine Funktion, eine Wertetabelle kann man machen, und so weiter, das würde funktionieren. Ja? Und ich mache mir jetzt einfach eine Wertetabelle. Ja? Und zwar möchte ich eine Funktion, und jetzt kann ich gleich einmal herzeigen, wie man eine Funktion nur notieren kann, dass ich weiß, was ich machen will. Ich kann auf Einfügen gehen und hier Formel dazufügen. Dann kriege ich so ein Feld, was da mittendrin irgendwo schwebt, das kann man hier schieben, wo ich will. Ja? Und wie kann ich hier eine Formel eingeben? Ja? Einfach mit der Tastatur und dann steht das auch mit so komischen Buchstaben da. Ja, diese komischen Buchstaben, die sind halt, weil Formeln schreibt man halt mit komischen Buchstaben. Ja, in gedruckten Werken und so weiter. Ja, der Hintergrund von dieser Formel, das schaut aus wie so ein LaTeX. Das ist, da ist auch LaTeX heißt das, geschrieben ist LaTeX. Und das liegt da hinter diesem Formel-Editor. Ich möchte nur kurz zeigen, wie man diesen Formel-Editor bedient. Und zwar sage ich, es gibt eine Funktion y, ja, ist gleich y von x, ja, so schreiben wir das ja immer in der Mathematik, ja, y von x ist gleich. Und jetzt sage ich, das ist irgendein Wert, sagen wir 5, ja, warum nicht 5, und jetzt brauche ich einen Malpunkt. Und den Malpunkt findet man da oben. Schau, da ist ein Malpunkt. Mal, Klammer auf, 1 minus a. Und jetzt möchte ich e hoch, ja, das ist das da. Eine Hochzahl brauche ich. Und da habe ich e hoch. Und da oben will ich einen Bruch. Da kann ich dann einen Bruch dazufügen. So ein Bruch, ja. Und zwar, was will ich? Minus x durch 1. Minus e hoch minus x. Machen wir e hoch minus x. Machen wir keinen Bruch. Ja? Dann kann man es nämlich auch besser lesen. Das ist die Formel. Das ist die Formel, die ich ausrechnen will. Das hier kann ich aber gar nicht ausrechnen. Okay? Das kann ich gar nicht ausrechnen. Ja? Das ist die Formel, die schreibe ich jetzt nur hierher, dass wir sie kennen. Jetzt mache ich meine Wertetabelle. Jetzt mache ich meine Werte und sage, da ist x. Da ist x und da ist y, was rauskommt. Okay? Und x fange mit 0 an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Passt. Ja? Y. Jetzt muss ich diese Formel da irgendwie hineinbekommen. Also schauen wir, wie wir diese Formel in Excel darstellen können. Eine Formel, haben wir gesagt, fängt immer mit ist gleich an. Ist gleich. Ja? Und dann ist 5 mal, 5 mal, ein Mal ist ein Stern, 5 mal. Ja? Und Klammer auf, 1 minus, und jetzt brauche ich ja e hoch. Schauen wir mal, wenn ich da auf die Funktion drücke. Ja? Und das E. Findet ihr irgendwas? Nein. Aber vielleicht, wenn ich da umschalte, Mathematik, abrunden. Schauen wir mal, vielleicht gibt es da irgendwas. Exp. Exp. Potenziert die Basis E mit der als Argument angegebenen Zahl. Das ist genau das, was wir wollen. Exp heißt die Funktion. Das ist vielleicht ein bisschen trickreich, die richtigen Funktionen zu finden, aber da kann das Internet schon gut helfen. Ja. Kann gut helfen. Exp. Ja. Welche Zahl haben wir? Theta. Ja, aber minus Theta. Minus. Minus B. Okay? Was ist jetzt passiert? Also das Klammer zu, hatte ich vergessen. Ja, das schaut jetzt eigentlich ganz gut aus. 5 mal 1 minus e hoch minus b6 und b6 das ist x. Passt. Zieh das an. Wupp.
Ja? Aha, das schaut ja interessant aus. Ja? Sind tatsächlich irgendwelche Werte. Und jetzt haben wir gesagt, wollen wir ein Diagramm davon zeichnen. Naja, mit dem, was wir wissen, sagen wir, pass auf, da, Liniendiagramm passt, das Liniendiagramm nehmen wir, Daten auswählen, hinzufügen, Reihenname, wurscht Funktion, kann ich nämlich gleich was reinschreiben, auf, Reihenwerte, das da. Und da haben wir gesagt, bearbeiten, nehme das als Beschriftung, dann ist es nämlich lustig. Na ja, das schaut ja nicht schlecht aus. Das schaut ja nicht schlecht aus. Was mir ein bisschen stört, ich meine, da hinten ist gerade. Das will ich eigentlich gar nicht mehr sehen. Das ist mir eigentlich egal, wenn ich hier einen Doppelklick drauf mache. Ja? Automatische Auswahl basierend auf Taxen, automatisch, vertikale Achse schneiden, bei Rubrik Nummer, wie weit wir es sehen, 6. Ah, das war nichts. Ah, da. Wie bin ich jetzt hierher gekommen? Also von 0 bis 6 geht's hier. Ja? Das kann ich da gar nicht auswählen. Aha, also da hinten, das gefällt mir nicht. Ja, das gefällt mir nicht, da hinten sehe ich eigentlich gar nichts. Aber egal, ich füge da vorne noch etwas ein, weil da scheint ja, dass da ein bisschen eckig ist, da muss ja was mehr passieren. Was machen wir in der Mathematik? Da sagen wir, warte, da füge ich was ein, da sage ich, das ist 0,5. Ja, ziehe die Formel wieder nach unten. Und da das schaut jetzt aber nicht gut aus. Ja. Was machen wir noch was dazwischen? 0,25. Schau. Das schaut jetzt ganz anders aus wie vorher. Das ist, weil diese Art des Diagramms nicht geeignet ist, um genau das darzustellen. Bei dem ist nämlich wurscht, ob da 0,25 und 0,5 steht. Für den ist zwischen 0 und 0,25 genauso viel Platz wie zwischen 0,25 und 1. Und dann zwischen 1 und 2 ist wieder so viel Platz. Ja? Also da, weil das nämlich keine X-Achse ist, ja? Sondern das sind Kategorien für den. Der sagt nicht, das ist X und das ist Y, sondern das ist die Kategorie 0, 0,25, 0,5, 1, 2, 3. Und genau mit dem gleichen Abstand. Das ist eigentlich ein Schatz, ne? Für eine Funktion ist das nicht brauchbar. Weg! Entfernen! Das brauche ich nicht. Dazu gibt es hier das hier. Punkt XY. Und da können wir, schauen wir uns die verschiedenen Varianten an. Da, das, nehmen wir mal das. Ja? Einfach das erste, was da drin ist. Und jetzt sage ich Daten auswählen. Ja? Und jetzt sage ich hinzufügen. Reihenname, sage ich wieder Funktion. Und Werte der Reihe X. Schau, jetzt kann ich X-Werte auswählen. Sage ich, das sind die X-Werte. Gut. Und das sind die Y-Werte dazu. Gut. Ja. Und jetzt, jetzt schaut das anders aus. Weil schau, jetzt hat er da weniger Abstand dazwischen. Jetzt weiß er, dass das X ist. Ich meine, er macht keine Linie dazwischen. Warum macht er keine Linie? Weil das Diagramm entsprechend gewählt habe. Wenn ich sage Diagrammtyp ändern, ja, könnte ich ja zum Beispiel das hier nehmen. Ja, dann macht er Linie dazwischen. Diagrammtyp ändern. Wenn ich das hier nehme, gibt es gar keine Linie dazwischen, sondern macht so, das schaut jetzt eigentlich so ähnlich aus wie vorhin. Ja, und Diagrammtyp ändern. Ja, wenn ich das hier nehme, das hier zum Beispiel, dann sind die Punkte eingezeichnet und dazwischen ist es geglättet. Okay, also der macht da gleich so eine Glättung, der macht keine Linien dazwischen, sondern macht einen Bogen dazwischen, so dass das halt gut hineinpasst. Ja? Das schaut ganz nett aus. Und dann, wenn ich es auf die Spitze treiben will, sage ich einfach, das ist die Linie. Fuck. Ja? Jetzt zeichne ich mir gar nicht mehr die Stützpunkte ein. Naja. Also ich verwende jetzt einfach mal das hier, ja,
um das ein bisschen mehr herauszuarbeiten. Die Stützpunkte gefallen mir aber nicht, wenn ich da einen Doppelklick drauf mache, ja, kann ich mir das, die Stützpunkte kann ich mir hier mit Markierungen, ja, hätte ich auf Markierung, ja, da kann ich da die Linie einfärben, also wenn ich da eine andere Linienfarbe will, so eine orange Linienfarbe, super, das ist orange. Ja. Und die Markierungen, die möchte ich Füllung möchte ich weiß, ja, und die Ringel rundherum möchte ich schwarz. Schaut das so. Na, schau ich die schönen Stützpunkte und Zwischenlinien. Was passiert jetzt? Ich meine, da dazwischen konnte man 075 und Mano einfügen. Ja. Steuerung plus, ja, das habe ich übrigens zuerst auch gemacht, Steuerung plus, das habe ich mal in einem anderen Video hergesagt, 0,75. Jetzt haben wir da eine Lücke, weil da ist noch kein Wert. Wenn ich das schließe, zack, ist schon da. Ja. Aha, schau, das war gar nicht 0,75, ich möchte da dazwischen was. Ah, das sehe ich aber nicht gut. Machen wir da einen Doppelklick drauf auf diese Achse. Hier kann ich mir die Grenzen einsetzen. Oh, schau, da kann ich jetzt mal Grenzen einsetzen. Da können wir 12? Na, 12 brauche ich nicht. Ich will das eigentlich bei 7. Bei 7 soll das aufhören. Passt. Ah, es ist das da reingezupft. Die unteren Werte brauche ich gar nicht, weil da ändert sich eh nichts mehr. Es ist das da reingezupft, gefällt mir besser. Und dann Hauptstriche, alle 1, ja, Teilstriche, machen wir 0,25. Ja, was bringt das jetzt? Ist gar nicht einzeichnend. Warum nicht? Ja, weil das Hilfsgitternetz, ja, ist nicht da. Gitternetzlinien habe ich zwar ausgewählt, aber hier nach rechts kann ich nochmal, horizontal brauche ich es nicht, vertikal, machen wir es horizontal auch, warum nicht? Also, vertikal und horizontal zeichnen die ein. Ja, schau, jetzt schaut das schon ganz gut aus. Aber das gefällt mir nicht. 0, 1, was mache ich da? Die Hilfsgitternetz mache ich auch 0,25, dass das praktisch so. Oder, na, da mache ich es 0,1, da mache ich es voll fein. Wie Millimeterpapier. Ja, das schaut jetzt aber wirklich schon ganz nett aus. Und jetzt sehe ich bei 1,5, fehlt mir vielleicht noch was, dass ich noch einen schönen Stützpunkt einfüge. 1,5. Ja. Jetzt hat er gleich automatisch ausgedrückt. Jetzt kennt er sich schon aus, was ich haben will. Und jetzt habe ich praktisch das so dazugefügt. Ja, mit mehr Stützpunkten dort, wo ich es für nötig halte. Vielleicht mache ich bei 2,5 auch noch eine. 2,5. Ja. Na bitte, das schaut ja schon ganz nett aus. Jetzt kann ich mir vorstellen, wie diese Funktion aussieht. Also, so funktioniert das. Ja. Wenn ich eine Funktion habe, wo die x-Werte nicht im gleichen Abstand sind, ja, oder wo ich haben will, dass ich mir nur einen Teil der Funktion anschaue, zum Beispiel könnte ich mir die Funktion zwischen 3 und 7 anschauen und dann komme ich drauf, erst, was ist denn da los, da sehe ich ja gar nichts mehr, ich möchte es nur auf der y-Achse zwischen 4 und 5 sehen, dann kann ich mir das entsprechend einstellen, ja, zwischen 4 und 5. Ja, dann kann man das entsprechend einstellen, dass ich, das schaut ja fast wieder genauso aus. Ja, das ist nämlich die Funktion, das ist eine E-Potenz. Die werden wir noch näher kennenlernen irgendwann einmal, wenn wir über irgendwelche Wärmeübergänge oder über Aufladen oder Entladen von Kondensatoren sprechen. Ja? Und wenn ich mich überhaupt nicht mehr auskenne, dann sage ich zurücksetzen, das ist nämlich auch automatisch und da ebenfalls Achsoptionen hier, zurücksetzen, dann sind wir wieder auf Automatik und dann schaut es wieder so aus. Ja, also XY-Diagramm, ja, ist zu nehmen bei Messwerten etc. Dann kann man das gut Funktionen darstellen. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.